Eines Tages ging ein Mann eine Brücke entlang. Da fällt sein Blick auf jemanden, der am Rand steht und so aussieht, als wollte er springen. Und dann läuft er hin und ruft: Halt, tu das nicht! Warum soll ich das nicht tun? Sagt der, der am Rand der Brücke steht. Das Leben, das hat auch noch so viel zu bieten. Ja, was denn zum Beispiel? Sag mal, bist du religiös oder Atheist? Ich bin religiös. Ich auch. Bist du Christ oder Buddhist? Ich bin Christ. Ich auch. Bist du katholisch oder evangelisch? Evangelisch. Ich auch. Bist du Lutheraner oder Baptist? Ich bin Baptist. Wow, ich auch. Gehörst du zur baptistischen Kirche Gottes oder zu den Baptisten der Kirche des Herrn? Zur Baptistenkirche der Kirche Gottes. Ah, ich auch. Gehörst du zur Kirche Gottes oder zur reformierten Kirche Gottes? Ich gehöre zur reformierten Kirche Gottes. Da sagte der andere: Ich auch. Gehörst du zur reformierten Kirche Gottes nach der Reform von 1779 oder nach der Reform von 1915? Zu der von 1915. Ach, dann spring doch, du heretischer Abschaum. Eine augenzwinkernde Geschichte darüber, wie gern wir Leute in Schublade stecken. In alle möglichen Schubladen unseres riesigen inneren Regalordnungssystems. Aber vor allem gern in gut oder schlecht. Heretischer Abschaum und alle, die so denken wie ich. Von dieser Lust zur Bewertung oder zur Abwertung erzählt auch das Evangelium für heute. Jesus sitzt im Tempel und lehrt. Da wird ihm eine Frau gebracht, die beim Ehebruch ertappt wurde. Wieso nicht auch der zum Ehebruch dazugehörige Mann gebracht wird, wird nicht erzählt. Jedenfalls stehen alle um die beiden drumherum, um Jesus und die Frau, in dem ohnehin schon betriebsamen Tempel. Es ist wie am Marienplatz oder wie samstags am Gärtnerplatz. Heute hätten wahrscheinlich auch schon viele das Handy rausgenommen und hätten das Ganze gefilmt. Und sie rufen: das ist die Ehebrecherin. Das ist das Flittchen. Steinigen. Das sagen und rufen alle. Und jetzt heißt es: Und Jesus, was sagst du? Du musst das doch auch schlimm finden. Ehebruch. Das musst du doch verurteilen. Und Jesus setzt sich hin und malt in den Sand. Als Sohn Gottes sagt man nicht: Ich muss gar nichts. Als Sohn Gottes setzt man sich hin und malt in den Sand. Und was er damit noch sagt, ist: Ich habe keinen Bock auf euer Verurteilungsspiel, auf euer Blame Game. Ich bin mir gar nicht so sicher, wieso das so ist, dass wir das so gerne machen. Aber ich bin mir sehr sicher, dass das fast jeder kennt. Fast jeder weiß, was gemeint ist. Wir wissen, wer richtig liegt und vor allem, wer falsch liegt. Falsch liegen die Kriegstreiber, die Waffen in die Ukraine liefern wollen. Oder die realitätsfernen Hippies, die man meinen, man könnte alles durch mal nette Reden lösen. Falsch liegen aber auch die Klimaterroristen, die sich auf die Straße kleben und damit den Verkehr blockieren, inklusive Rettungswagen. Oder die Boomer, die mit ihrem Lebensstil die Zukunft des Planeten aufs Spiel setzen. Falsch liegen und zu verurteilen sind die Impfgegner, die Ehebrecher und die, die vergessen, das Treppenhaus zu putzen, obwohl sie im Putzplan stehen und dran sind. Wenn man Heizungen und Autos mit Verurteilungen betanken könnte, dann müssten wir uns um den kommenden Winter keine Sorgen machen. Ich glaube, das ist so, weil wir innerlich, manchmal bewusst, manchmal unbewusst, sehr genau wissen, wo unsere Fehler liegen. Weil wir uns innerlich oft schon verurteilen. Aber weil wir finden, dass das dann auch reicht, ist es dann auch mal total hilfreich und entlastend, auf das zu schauen, was andere so falsch machen und dann die zu verurteilen. Manchmal ist es auch so, für unsere Fehler haben wir meistens super viele gute Gründe. Ich bin ja nur zu schnell gefahren, weil ich so dringend zu einem Termin musste. Naja, und alle anderen, die zu schnell fahren, vielleicht auch. Niemand kann der Frau, die da als Ehebrecherin vorgestellt wird, in den Kopf schauen oder ins Herz. Man kann sich immer nur selbst in den Kopf schauen und ins Herz. Als sie nicht aufhören zu fragte, richtete sich Jesus auf und sagte zu ihnen: Wer von euch ohne Schuld ist, der soll den ersten Stein auf die Frau werfen. Dann beugte er sich wieder nach vorn und schrieb auf die Erde. Und als sie das hörten, ging einer nach dem anderen fort.
die Ältesten zuerst. Jesus blieb allein zurück mit der Frau, die immer noch dort stand. Er richtete sich auf und fragte: Frau, wo sind Sie? Hat dich niemand verurteilt? Sie antwortete: Niemand, Herr. Da sagte Jesus: Ich verurteile dich auch nicht. Man kann sich immer nur selbst in den Kopf schauen und ins Herz. Und da findet man anscheinend auch genug, um sich damit dann zu beschäftigen. Das Spannende an dieser Stelle finde ich eurer Fehler, Sünden und Fehltritte. Ich bin nicht der Buchhalter eurer Fehler, Sünden und Fehltritte. Solltet ihr es dann sein? Solltest du dann die Fehler der anderen zählen? Es gibt ein englisches Sprichwort: Don't judge others because they sin differently than you. Verurteile andere nicht, nur weil sie anders sündigen als du. Und das ist kein moralischer Appell wie seid alle lieb oder fahrt nicht zu schnell oder begeht keinen Ehebruch. Das ist viel tiefer. Das heißt, bleib bei dir. Versuch nicht, dich besser zu fühlen, indem du auf die Fehler der anderen schaust. Schau auf dich, schau auf deine Fehler. Was kannst du besser machen? Was wäre der nächste Schritt, um besser zu werden? Um einen Fehler nicht wieder oder zumindest nicht mehr so oft zu machen. Aber es kann auch anders sein. Wenn deine Fehler und Sünden und Unzulänglichkeiten dich festhalten, dich innerlich die ganze Zeit verurteilen, dich beschämen und dich zu steinigen drohen. Das kann auch sein. Dann schau auf Jesus. Er ist nicht der Buchhalter deiner Fehler, Sünden und Fehltritte. Setz dich zu ihm auf den Boden, mal etwas in den Sand und vielleicht, wenn du es nicht tust, ist gar keiner da, um dich zu verurteilen. Amen.